Hallo und herzlich willkommen zurück zu Demon's Souls Remastered. Ich habe nach dem Stream dann noch ein bisschen gefarmt, wie ihr seht, unten links. Da habe ich so 50 von den Blüten. Ich sehe gerade, mein Death Counter verbirgt die Pfeile. Der Hundling. Pass auf, wir machen den eine bisschen kleiner. Und setzen den so hin. Ja, pass auf. Beinarbeit hier. Live on stream. Jo, der schaut doch einigermaßen normal aus. Wunderbärchen. Oder wir können den oben zu den Seelen hinpacken. Naja, ist ja wurscht. Wir lassen den erstmal da, wo er ist. Genau. Ich habe jetzt auf jeden Fall von den, was sind das, mittlere... halt, wo ist es denn? Genau, das Halbmondgras. Bei den blauen Rittern gefarmt. Und wir haben noch 11.000 Seelen. Und die würde ich gerne erstmal einsetzen, um hier Sachen zu reparieren. Weil das habe ich noch nicht gemacht. Pfeile habe ich jetzt mehr als genug dabei. Ich habe noch gesehen, da oben hockt einer. Bin noch nicht zu ihm hingegangen. Und ich wollte leveln. Wo ist denn die Tante schon wieder? Ach da. Mein Gott, bin ich blind. So. Schön die Seelen ausgeben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Weil mein aktuelles Schwert skaliert übel mit... Jetzt halt's mal da hinten. Mit Beweglichkeit. Mädel! Hallo, ich rede jetzt. So. Allerdings habe ich sehr wenig Leben. Und mit meinem Schwert verliere ich Leben, wenn ich mit ihm kämpfe. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich würde mal den einen Punkt jetzt mal in Vitalität stecken. Und ich würde den so auf 20 mal anpieken. Ja. Und dann würde ich noch ein bisschen in Beweglichkeit gehen, so bis 30. Und dann gucken wir mal. Das sind so jetzt ungefähr die nächsten 10 Level. Ich denke mal, da haben wir jetzt genug zu leveln. So, wir haben noch 2000 Seelen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ah, du bist des Patches. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe ein paar wirklich schöne Schmuckstücke gefunden. Nun, wir kennen uns schon lange. Also mache ich euch einen guten Preis. Ja, was hast du denn zu verkaufen? Ah, der verkauft jetzt das Zeug. Okay. Ja gut, es ist schneller gefarmt, als dass es hier das hier kaufen kann. Ring des Dufts stellt langsam MP über Zeit wieder her. 60.000 Seelen, okay. Ja, den werden wir früher oder später kaufen müssen, tatsächlich. Okay, was kannst du mir noch sagen? Ich schwör's. Ich mach bei dieser Leichenfledderei nicht länger mit. Ja, ich hab keinerlei Laster mehr. Meine alte Mutter wäre so stolz. Seid ihr nicht auch stolz auf mich? Nee, nicht wirklich. Den Priester und seine Jünger dort drüben? Lügner. Sie haben mit dem kleinen Vorfall beim Schrein völlig übertrieben. Sollten die nicht vergeben und vergessen predigen? Hä? Tja, ich habe Neuigkeiten. Vom Beten wird mein Bauch nicht voll und auch kein anderer. Okay. Ja, ich habe keinerlei Laster mehr. Seid ihr nicht auch schon? Okay, du bist dann quasi fertig. Ja, ich habe gerade keine 60.000 Seelen locker. Schimmer dein Becken. Und hier habe ich auch noch was Neues gesehen, und zwar den Burschen, genau. Ihr seid es. Das ist der, den wir befreit haben. War es mir möglich, hier im Nexus Zuflucht zu suchen? Nun bleibe ich hier und bete. Gemeinsam mit meinen Jüngern für die Helden, die sich den Dämonen stellen. Möge der Himmel euch stets wohlgesonnen sein. Verkaufst du mir auch was oder so? Ja, scheinbar nicht. Möge der Himmel. Umbasser. Ja, Umbasser. Okay, na gut. Wir haben 2000 Seelen. Pass auf. Ich kann euch Waffen schmieden. Wir machen Folgendes. Und zwar. Würde ich die restlichen Sachen in Pfeile investieren.
Und ich passe gut auf eure Sachen. Genau, pass auf, wir lagern ein paar Pfeile um. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen so 200 mit, also sind das 126, muss ich umlagern. Dann haben wir nämlich immer was auf Reserve. So. Und dann ist gut. Und wenn ich sterben sollte, dann verliere ich auf jeden Fall keine Seelen. So. Gut, dann... Ja, Ring der Regeneration. Ist natürlich alles schön und gut. Oh, ich habe den Blutungsresistenz zweimal. Lul. Vermindert den TP-Verlust in Seelengestalt. So. Perfekt. Gut. Dann gehen wir jetzt runter zu dem Boss, der ja damals mich 36.000 Seelen gekostet hat. Mehr oder weniger. Und tun den Burschen einfach mal verkloppen, weil der ist nicht schwer. Ich weiß, wie der funktioniert. Und ja, mal gucken, ne? Ach ja, hier war der Bursche. Jetzt schieß halt. Hallo? Zack. Ah, als ob. Geh mal aus dem Bild, du. So. Wunderbar. Der erste Depp. So, zack. So, das einzig Nervige wird jetzt sein, hier irgendwie durchzukommen, weil die Affen mich hier abschießen. Und die sind nervig. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, die immer zu bekämpfen, aber was soll ich denn tun? Wen getroffen? Nee. Ich kann sagen. Ach ja, und ich habe den Death Counter nochmal aktualisiert. Ich habe irgendwo 12 Deaths liegen lassen. Habe ich den? Dass er so gezuckt hat. Der Bastard. Hey! No. Das sind die nervigsten Gegner in dieser Gegend. Ich sage bewusst in dieser Gegend. Junge! Schau, dass Land gewinnst! Au! Junge, jetzt aber... Da wäre die zu Mickey Maus, Junge. What the shit? Shitty Mac Titty. Weißt du was? Pass auf. Wir machen das anders. Pull. So, wir pressen nochmal ein. Ja, ihr schießt alle, wir wissen's. Kommst du oder was? Ah jo, das ist der Bogenschießerich. Au. Ja, das war nix. So. Numero uno. So, der zweite. Im Bunde. Ja, ja, der schießt auch wieder was. Oh, Junge, ihr nervt. Na? Hä? Ist der tot? Hm? Ist der gestorben? Ich meine, ich habe 6000 Seelen, aber... Gut, die kamen halt vom Ding, ne? Aua, ey, yo, Alter. Erstmal wieder reinkommen. Jo, das ist gut. Das machst du. So. Gut, neue Ranger Position hier. Natürlich weicht er aus. Was denn sonst? Ah, jetzt aber. Ey. Ich hasse diese Gegner. Hallo. Wie wär's mit Sterben? Junge, willst du mich natzen oder so? Der hat echt was gegen mich. Au! Er ist fast tot. Bastard. Gotcha, homie.
Ey, der war drauf. Der auch. Ja, wie lang fliegt denn der dahin? Gut, dass ich 200 Pfeile mitgenommen habe. Junge. Okay, ich check's nicht. Okay. Hier holen wir den Bruder. Bleibt ja nicht viel. Ich glaube, die schießen auch hier nicht mehr auf mich. Hoffe ich. So, Bruder Nummer 1. Komm rum, Kollege. Nope. Backstabben. Backstabben. Aua. Na, also. Zack. Ich habe 5 von den Dingern verbraucht, ne? Ich war noch nirgendwo weit weg. Das ist mega nervig. Als ob der jetzt nicht drauf war. Na, ich wollte gerade sagen. Ja, jetzt aber. Dann, ne? Kollege Schnürschuh. So. Let's go. Mitkommen, Kollege. Kann ich den eigentlich abfacken? Okay, dafür müsste ich ihn aber auch erst treffen können. Abfacken? Bestimmt. Aber treffen? Nö. So, zack. Und weg. Und jetzt schön den hier. Und wegrasiert den Jungen. Wundergeil. Übrigens, ich habe noch geschaut. Ich wollte nämlich das neue Katana aufwerten. Aber das ging nicht. Das heißt, weil ich habe ja gesagt, ich finde es schade, dass ich quasi das eine Katana schon aufgerüstet habe, aber nicht das jetzt. Und da kam jetzt aber raus, dass das gar nicht geht. Ach du Scheiße. Nee, nee, Bruder, nee, nee, lass. Okay, das war's. Gut. 14.000 Seelen. Ja, moin. Oh, Bullshittery. Okay. You know what? Kann ich da durchrennen? Wahrscheinlich nicht. Weil da sind die dicken Jungen, die lassen mich da nicht durch. Wobei, die sind sehr langsam. Die Frage ist, bis wohin die einen verfolgen. So, zack. Das Problem ist, in dem nächsten Gebiet, wo wir gerade gestorben sind, da sind auch wieder diese Typen. Genau die hier. Und ich wollte mich eigentlich dadurch irgendwie schnell durchbewegen, aber naja. Wie sagt man so schön, ein Satz mit X, das war wohl nichts. So, können wir den Kollegen schnell und effizient. Sehr nice. Ah, das war nix. Zack. So, Rollkommando kommt. Zack. Na. Zack. Zack. Das war ganz schön knapp, yo. Okay, den anderen kann ich so machen. Come at me, bruh. Da liegen ja nur 14.000 Seelen am Boden. Oh, das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapperig. Junge, Junge, Junge. Ah, der hat was verloren. Eins. Okay, das waren die 14.000 Seelen. Yo, und wir haben 60 Pfeile verschossen. Sehr gut. Also effizient ist was anderes, muss ich gestehen. Okay. Sagen wir einfach, ich muss erst reinkommen. Ja? Und außerdem kann ich mit dem Dude hier Seelen farmen, bis ich umfalle. Also das wäre ja nicht das Problem. Aber was mein Problem ist...
ist, dass ich da drüben quasi eigentlich nicht drum rumkomme, diese scheiß Manta-Rochen zu killen. Das heißt, ich muss die Manta-Rochen killen, was hier ja auch subtil angezeigt wird, weil die mir sonst auf die Eier gehen. Okay, let's do that. Ah, come on, man. Das war auf jeden Fall getroffen. Also da kannst du mir echt erzählen, was du willst. Ha! Au! Der eine freut sich, dann kriegt er direkt auf die Fresse. Oh Mann, ey. Nope. Aber von wo denn? Wer schießt denn? Wer scheißt denn hier auf mich? Nee, das war... Oh doch, das war doch was. Au! Ja. Alles nur Halsabschneider hier. Junge! Bin doch ausgewichen, was soll das? Hier, friss mein Pfeil, Junge. Ha! In your ass! Die geben auch 1000 Seelen, die Boys hier. Jetzt wollte ich gerade Burschen und Boys kombinieren. Aber dabei kam irgendwie nichts bei raus. So, der, down. Next. Ja, das war nix. Das war auch nix. Der ist das Problem. Auf das habe ich gewartet. Ich wollte wissen, welcher von euch Assis hier mir das Leben schwer macht. Okay, nee, treffe ich gar nicht. Medi! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Halli, Hallöchen. Was geht ab? Wie geht's, wie steht's? Diese blöden Mantarochen. Komm bloß näher, Junge. Mir geht's soweit gut. Den Umständen entsprechend, sage ich jetzt mal. Aber gut. Come on, man. Hey, ich bin hier wie bei Moorhuhn. Und ich bin nicht gut darin. Weil Zielen mit Controller ist nicht gut. Als ob der jetzt aber nicht drauf war. Jetzt. Aha. Der, der ins Nichts ging, der hat ihn getroffen. So ein Bullshit. Okay, let's try that again. Also entweder ist die Reichweite ungenügend. Oder ich weiß auch nicht. Ich ziehe zu spät. Oder ich schieße zu spät oder. Naja, wir waren letztes Mal schon beim Boss. Und der hatte gefühlt ein HP gehabt. Und dann dachte ich mir, komm, hol den Bogen raus. Und mach den letzten HP-Balken mit Bogen. Weil man muss bei dem sneaken, weil der sieht einen nicht, der hört nur einen. Oh, ja, der hat einen Abgang gemacht. Und ich wollte halt auf Distanz bleiben und den quasi von weit mit Bogen erledigen. Nein! Und ja, das war leider der Tod und der Tod und ja, und daraufhin sind 36.000 Seelen verloren gegangen und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe halt noch ein bisschen hier Health-Dinger da gefarmt. Wir haben gefühlt schon 100 Pfeile gewastet und ja, jetzt sind wir hier. Und diese Dudes sind hier nervig, weil es kommen noch welche. Und alles, was gerade stirbt, wird von ihm kontrolliert und die machen übelsten Damage im nächsten Raum. Ja. Und es ist ein relativ weiter Weg bis dahin. Was mich auch so ein bisschen ärgert. Aber ich bin sehr positiv, dass wir den Boss Next Try legen. Es sei denn, ich stelle mich wieder besonders blöd an, was ich nicht hoffe. Aber it's possible. So, pass auf. Wir werden das Problem jetzt anders lösen. Ich weiß, dass die Arschlöcher da hinten, die fliegenden Mantarochen, mir das Leben schwer machen. Ich glaube, ich bin jetzt am Sack. Yep. Das waren übrigens nochmal 9000 Seelen. Aber nein. Ja, tot. So.
Muss mir angewöhnen, den Death Counter zu machen. Nicht den Trophy Counter, sondern den Death Counter. Ja, ne? Und so geht's hier voran. Das Ärgerliche ist halt, das war ein riesig langer Weg bis zum Boss. Und ich muss ihn jetzt halt nochmal neu machen. Und ich verrecke schon am Anfang. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen innerlich fertig macht. Aber ich habe Bock darauf, den Arsch zu legen. Und deswegen machen wir das. Was gibt's Neues bei dir, Maddie? Erzähl mir. Welche neuen Spiele hast du gespielt? Was hast du geplatint, beziehungsweise auf 100% gespielt? Was hast du sonst noch so? Family, Kids, Arbeit, tell me everything. And tell me it now. So, mehr oder weniger. No pressure. Gut, der andere hat einen Abgang gemacht, wundergeil. Du triffst mich nicht. Oh, der kommt. Böser Mann. Ich war nicht auf dich vorbereitet. Nicht zuvorkommend sein, das mag ich nicht. Du hast gedroppt? Ja. Warte mal, müssen da nicht noch meine Seelen liegen? Die ich gerade eben verloren habe? Ja. So. Und danke fürs Daumen drücken. Gut. Jetzt kommen die dicken Boys. Oh. Und an denen... Weiß ich nicht, komme ich an denen vorbei? Ja, jetzt muss ich an denen vorbei, weil sonst... Au. Jetzt habe ich beide gepult. Kommen die hier rein? Passt du durch die Tür? Oh ja. Das ist schlecht. Renne, 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 renne. Der Hund! Da, die meine ich. Die sind fies. Au. Und tot. Lol. Okay. ja gut. Ich weiß, wo der nächste Depp ist. Aber ja. Scheiße. Oh Gott. Das Spiel macht mich fertig. Okay, das heißt, die Dicken muss ich auf jeden Fall killen, weil die machen mir das Leben schwer. Ah, Mann. Mit Godfall bist du fertig. Far Cry 5 steht an. Oh, nice. Nice. Das freut mich. Far Cry 5, hat das nicht irgendwie Online-Trophäen und so ein Bullshit? War das schon so? Finde ich ja sowieso so lächerlich, diese ganzen scheiß Online-Trophäen, ne? Ärgert mich jedes Mal. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, für die GTA-Serie, also GTA 5, die Online-Trophäen zu machen. Und GTA 4, die Online-Trophäen zu machen. Weil, ja, ich habe sehr große Sorge, dass die Server abgeschaltet werden mit GTA 6 Release. Zumindest für GTA 4. Und GTA 5 wird dann auch kein Schwein mehr spielen. Und ja, deswegen will ich die aus dem Weg haben. Oh. Weil wenn wir das dann on stream irgendwann machen oder wie auch immer, dann kann ich die, spielen wir sowieso Singleplayer und nicht Multiplayer. Oh. Oh oh, ich hänge fest. Junge, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Was ist los mit dir? Okay, down. Ja, online ist richtiger Schmutz. Also, ja, Online-Trophäen sind richtiger Schmutz. So muss man das ja dazu sagen. Okay, also ich werde gerade hier irgendwie vom Pech verfolgt. Das ist nicht gut. Muss mich jetzt mal hier voll und ganz auf die Sache konzentrieren. Ich glaube, Rushen wird hier nicht funktionieren. Ich glaube, ich werde hier langsam durchgehen jetzt. Einmal gescheit, aber dafür richtig. Und ja, dann gucken wir einfach weiter. Weil es bringt nichts, wenn ich hier noch 300 Mal sterbe. Apropos sterben. Hallo. So, du hast doch bestimmt Beile dabei. Jo, hast du. Nee, so viele nicht. Mal 100 Pfeile oder was? Wie viel habe ich denn?
steht das irgendwo? So, passt. Das war's. Passt auf, dass ihr euch nicht töten lasst. Und pass auf, wenn wir sowieso Rest-Ding haben. Gib mir mal für Rest das hier. So. Das war's. Passt auf, dass ihr euch nicht töten. Wunderbar. Ja, ich sag mal, das Problem bei Online ist ja immer die Gefahr, dass die Server abgeschalten werden. Und im Endeffekt ist es ja keine Gefahr mehr, sondern das ist ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Weil die werden auf jeden Fall ausgeschalten. Und das ist genau das Problem, was ich damit habe. Siehe Crew oder siehe sonst noch andere Spiele. Und es geht mir halt tierisch auf den Nerv, dass die uns somit irgendwie richtig ins Gesicht peitschen und sagen, jo, ist mir egal. Klar ist das Spiel uralt, es rentiert sich rein finanziell gesehen für die Firma nicht, die Server am Leben zu halten, das verstehe ich, aber dann, keine Ahnung, macht irgendwie einen Offline-Modus draus oder patcht irgendwie einen Scheiß dazu, der, keine Ahnung, dass man das hosten kann von mir aus, dann muss man sich halt wieder einen Server mieten, wie in den guten alten Minecraft-Zeiten. Und dann legt man mit einem Server los. Aber, weißt du, dann kann man sich irgendwie hingehen und sagen, jo, ich hab da Bock, ich miete mir einen Server und suche ein paar Leute und wir machen das. Und wenn die cool drauf sind, wollen die mir vielleicht dann irgendwie einen Euro oder was donaten. Quasi, um auf die Kosten zu kommen. Das wäre halt eine plausible Lösung, finde ich. Entweder lass die Online-Trophäen weg, das wäre die beste Lösung. Oder wenn du es schon drauf anlegen musst, dann patch doch so ein, entweder mit Bots, hängt natürlich vom Spiel ab, aber irgendwie ein Offline-Modus mit rein. Und das Problem wäre gelöst, aber ne, die wollen das nicht. Ich verstehe das halt einfach nicht. Ich meine Dark Souls. Das hat ein Online-Feature, aber wenn du es nicht hast, dann fällt dir auch kein Bein ab. Klar, du hast keine Textnachrichten und so ein Bullshit. Aber deswegen kannst du das Spiel trotzdem spielen. Sowas wäre halt okay. Klar, ist natürlich wieder nicht für jedes Spiel anwendbar, aber ne? You know what I mean. Ja, das auch. Nein, gut, wenn das ein Online-Pur-Spiel ist, dann geht's nicht anders. Das ist klar. Aber trotz allem. Keine Ahnung. Ich finde halt, bei GTA 5 zum Beispiel hat es keine Not gehabt, da die Online-Trophäen reinzubringen. Ich finde, das ist ein Modus, den kannst du spielen, den musst du nicht spielen. Und entweder du hast Spaß daran oder du hast keinen Spaß daran. Fertig. Aber wieso muss ich da irgendwie gute 10 Trophäen oder was im Online-Modus machen, die ich halt keinen Bock drauf habe? Weil zum Beispiel die PS3-Variante ist ja genau das Problem damit. Du kannst es nicht mehr platinieren, die PS3-Variante. Weil die Online-Server dafür abgeschalten sind. Und das finde ich schade. Weil GTA-Spiele gehören zu einem meiner Lieblingsreihen, die ich gerne öfter auf 100% oder sogar auf Platin dann spielen wollen würde. Vorsicht. Also, das finde ich halt sehr schade dann. So, ist hier ein Arsch, der mich angreift? Greifst du mich an? Ha, getroffen. Treff ich den? Ja. Nice. Was macht denn der da? Ach Leute, der ist noch nicht gespawnt offiziell. Okay. Sah ein bisschen falsch aus. Ja, aber das ist jetzt auch so ein Gedanke bei mir jetzt gewesen. Ja, scheiße, wenn jetzt GTA 6 rauskommt und ich das on Stream machen will oder irgendwie als Aufnahme oder whatever, dass ich die GTA rein platiniere, bis ich bei GTA 4 und GTA 5 ankomme. Das kann Jahrhunderte noch dauern. Und das wäre dann echt schade, wenn es daran nicht mehr funktioniert und daran scheitert. Wie halt bei der PS3-Variante. Die hätte ich auch noch gerne platiniert gehabt, aber naja, scheiße. Geht nicht mehr. Ich werde auch für die, also ich spiele es jetzt auf der PS5-Variante
Und ich werde mich danach nochmal einloggen auf der PS4-Variante und werde mir die Online-Trophäen geben lassen. Und wenn es sein muss, dann werde ich die auch nochmal neu machen, wenn es nicht auto-ploppt. Weil, wenn ich das Spiel irgendwann nochmal neu spielen will auf Platin, dann kann ich das, ohne dass ich da auf die Online-Trophäen zu achten habe. Aber da das Account der gleiche ist, ob das jetzt die PS5 oder die PS4-Variante ist, hoffe ich zumindest, dass ich die Auto gepoppt bekomme. Aber ja, müssen wir mal gucken. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber das war die Grundidee. Und bei GTA 4 werde ich dann auch irgendwie Leute suchen müssen, die mir den Online-Scheiß helfen. Weil sonst habe ich da ein Problem. Und GTA 4 ist ja jetzt schon steinalt. Und immer noch ein beliebtes Platinum-Game. So, jetzt habe ich mich genug über GTA echauffiert. Jetzt muss ich hier mal kurz drauf achten. Und die Boys hier kurz aus dem Weg räumen. Oh mein Gott. Auto nicht treffer, statisches Ziel. Junge, ich... Okay, doch, der kriegt Schaden, alles gut. Ich wollte mich gerade beschweren, dass der keinen Schaden bekommt. Ist hier noch einer? Nein, gut. So, Kollege. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Wieso sterbe ich denn die ganze Zeit an Fallschaden? Ja. Aber das Problem ist, was ich zum Beispiel habe, ich habe über 500 Spiele, online und physisch, zusammengezählt. Die müsste ich ja erstmal allen anschauen und gucken, welche davon sind noch machbar, welche davon sind nicht mehr machbar. Und ob irgendwie bekannt ist, wann die nicht mehr machbar sein werden. Zum Beispiel bei Mirror's Edge Catalyst oder Cataclyst oder wie der zweite Teil da heißt. Da habe ich das zufälligerweise mitbekommen, dass die Trophäen ausschalten werden, die online bezogen sind. Und ich habe extra das Spiel installiert und habe mir extra die Trophäen geholt. Weil ich mir dachte, okay, cool, jetzt weiß ich's. Das mache ich schnell, weil das ist ein Spiel, was ich eh irgendwann mal vorhabe zu platinen. Aber das kannst du halt nicht für jedes Spiel machen. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Da bin ich schon nur noch mit dem beschäftigt. Ey. Gib mir doch nicht. Was meinst du damit? Doch, klar. Also, dass die 500 Spiele durchzugucken. Ja, theoretisch ist alles möglich mit ein bisschen Zeit und Gehirnschmalz und Schweiß und Tränen. Aber ja, genau daran mangelt es manchmal. Ich sag jetzt nicht an was, aber ja. Ja, ungefähr. Also ich weiß nicht, wie ich, also ich sag's mal so, für die Platinum List Videos, die ich da habe, habe ich ja so ein Rad vorbereitet, wo die Spiele random rausgezogen werden dann. Und da ist jetzt schon nach 4 Videos über 500 Spiele drin. Das heißt, da sind Spiele drin, PS3, PS4, PS5, die ich physikalisch besitze oder digital. Besitzen heißt für mich nicht im PS Plus drin oder sonstiges, sondern die ich entweder gekauft habe oder durch PS Plus monatliche Games geschenkt bekommen habe. Die quasi auf meinen Account gut geschrieben sind und nicht mehr verschwinden können. Es sei denn, okay, PS Plus, ich muss es halt bezahlen, damit ich sie spielen darf. Aber die kann mir so keiner halt wegnehmen. So, die stehen da alle drin. Und es werden immer wieder mehr. Weil ich höre nicht damit auf, neue Spiele zu holen, beziehungsweise irgendwie bei eBay Schnäppchen zu machen und sonstige Konsorten.
Was natürlich bei mir zum Beispiel, ja, ich würde es als Sammelwaren abstempeln, halt auch gang und gäbe mittlerweile ist, dass ich, wenn ich das Spiel rein digital besitze und ich das Spiel als physikalische Disc-Version billig auf eBay kriegen kann, dann werde ich mir die trotzdem holen, obwohl ich das Spiel schon besitze. Einfach, dass ich das auf Disc trotzdem habe. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ja, keine Ahnung. Das ist so bei mir so ein Ding. Kommt er? Nee. Also. Ja, minimal. Aber ich denke mir halt, okay, gut. Ich kaufe mir die Spiele, wenn dann im Angebot, die rein digital sind und die kosten dann halt einen Penny. Oder halt einen Apfel und ein Ei. Im Vergleich. Und manche Spiele kriegst du halt nur rein digital. Das ist natürlich auch das nächste Thema. Und was mich halt so ein bisschen aufregt, zum Beispiel, keine Ahnung, Baldur's Gate 3. Nehmen wir Baldur's Gate 3 als bestes Beispiel her. Baldur's Gate 3 hat natürlich eine physikalische Version, aber die musst du vorbestellen bei denen. Und irgendwann mit dem Jahrtausendwenden wird das Ding irgendwann bei dir ankommen. So, Problem Nummer 1. Das Spiel, wenn es dann ankommt, kann keine Ahnung wie lange dauern, bis es da ist. Problem Nummer 2, du musst das Ding importieren. Aus zwei Möglichkeiten, Japan oder Amerika. Allein Importkosten nicht mitgerechnet, würde man 100 Euro ausgeben für das Spiel. Nur das Spiel. Dann kommen noch Versandkosten dazu, dann kommen noch Zoll dazu und natürlich noch die Zeit, die du sonst damit rechnen musst, bis es da ankommt und hoffen, dass Zoll nicht allzu viel Ärger macht. So, sprich, du zahlst ungefähr 150 Euro für ein Spiel, um es physikalisch da zu haben. Irgendwann mal. Online, im Angebot, habe ich es für 55 Euro gekauft. Das gleiche mit anderen Spielen, die rein digital released werden. Zum Beispiel, keine Ahnung, was war das letzte, was ich mir da angeschaut habe? Das Remake von Lollipop Chainsaw, weil ich das noch von der PlayStation 3 kenne, weil ich das gerne darauf gespielt hätte, habe ich aber damals leider nicht gehabt. Gut, ich habe auch damals keine PS3 gehabt, aber auf dem PC gab es das Spiel, glaube ich, nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich es nie gespielt. Und jetzt kam ja das Remake raus, kostet 45 Euro auf PlayStation. Oder du hättest es dir über Limited Run vorbestellen können in der physikalischen Version. Allerdings auch natürlich wieder mit dem Thema. Limited Run liegt in Amerika. Amerika heißt Import. Import heißt, du zahlst mindestens das Doppelte für das Spiel. Und ich denke mir halt so, ja, nee. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist halt so ärgerlich an meiner Stelle, halt, weil ich gerne physikalisch die Spiele sammle. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann einer in Deutschland besitzt, ist sehr gering. Und wenn, dann wissen die Leute auch, hey, ist scheiße teuer, kriegst du also nicht billig. Ja, und das ist halt so das Dilemma, was ich aktuell habe. Und hier, Black Myth Wukong, genau selbe Geschichte. Soll angeblich einen physikalischen Release bekommen. Wann, weiß man nicht. Kann ich mir das Spiel quasi theoretisch nicht kaufen, weil ich weiß, es wird irgendwann mal einer kommen. Vielleicht. Und wenn nicht, dann werde ich mir das halt irgendwann im Sale holen. Aber du sagst ja selber, Spiele im Vollpreis zu kaufen, rentiert sich heutzutage einfach gar nicht mehr. Zum Release vielleicht, wenn es ein richtig geiles Game ist oder so. Aber ich habe mir jetzt auch schon doppelt überlegt, zum Beispiel wegen Lego Horizon, was jetzt kommen wird, was ich ja plane zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich dafür 70 Euro ausgeben will. Vor allem, weil es ein Lego-Spiel ist. Weil Lego-Spiele verlieren sehr schnell an Wert. Generell. Und by the way, Lego Harry Potter hat jetzt einen PS5-Ableger bekommen. Random. Und kostet 40 Euro. Und dann stand dran, wenn du aber die PS4-Variante besitzt, dann kriegst du einen Rabatt. Ich hol meine CD raus, leg's rein, installier's. Schau nochmal in den Shop. 40 Euro.
Keine Ahnung warum. Lol. Nein, das ist ja nicht sehr gut. Ich meine, gut, ich brauche jetzt nicht die Lego Harry Potter auf der PS5. Darum geht's mir nicht. Ich werde mir das Ding auch holen, wenn das irgendwann billig ist. Aber es ist eine Möglichkeit, wieder das Spiel neu zu spielen mit einer neuen Liste. Und Lego-Spiele gehören zu unter anderem den Spielen, die man auch gerne mal mehrfach auf Platin spielen kann. Weil es sind halt einfach Spiele, die sind zeitlos und die machen immer wieder Fun. Und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber die wollen halt immer nur Geld, 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 Geld. Die erinnern mich so ein bisschen an Mr. Krabs. Geld, 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 die Welt. So, ich muss hier auf diese Kugeln aufpassen, das weiß ich noch. Weil die hieten mich weg wie die Sau. So, die ganzen Schnecken und alles habe ich letztes Mal hier schon alles gekillt. Die rentieren sich nicht. Ja, genau das meine ich. Irgendwo ist irgendwas explodiert. So, einfach schnell hier durch. Wunderbar. So, und irgendwo hier... Da ist der Boss. Puh. Okay. It's boss time. Pass auf. Da wir hier angekommen sind, würde ich mir so ein Ding gönnen. Und... ja, ne? Auf gutes Gelingen. Kollege! Achso, ja, ich muss ihn erst spawnen, oder? So. Schnell das Red Bull öffnen, solange das spawnt. Da leuchtet so gut. Der wäre auf dem Rave bestimmt so der übelst geile Typ. Mit dem Messer weiß ich nicht, aber sonst. So, und er so. Okay, genug disrespected. Der wird wahrscheinlich jetzt dafür sich rächen. Oh, da sind neue Sachen gespawnt. Interesting. Why? Alter Held. Wir müssen Mäuschen spielen. Denn der sieht uns nicht, der Lappen, ja. Mäuschen spielen müssen wir, oh ja. So, zack, 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 zack. Und mal kurz das bisschen Distanz gewinnen. Ja! Also ich hiete dich einfach durch die Säule. Bruder, muss ich los. Okay. Vielleicht sollte ich das Anvisieren trotzdem da lassen. Ist immer so ein zweischneidiges Schwert, das Anvisieren. Das hilft manchmal und manchmal ist es ein Todesurteil. Okay, pass auf, wir machen das so, das hat letztes Mal auch ganz gut funktioniert. Wir gehen hier ins Eck und tun dem hier so ein bisschen ausweichen. Au! Nein, 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 nein. Bin ich da? Psst, Leute. Wir müssen leiser sein. Komm her. Und Schlitz! So. Bisschen die Wadenmuskulatur aufgeschlitzt, den Jungen. Du kannst gar nicht so schnell sein. Du unrealistisches Spiel. Ruhig, Plan, ruhig. So ist er gut. Okay, wieder leise. Ich finde die Mechanik ganz witzig. Was noch witziger wäre, wäre das, wenn der das Mikrofon des Controllers benutzen würde. Und sobald man über das Mikrofon Sachen hört, würde er auf einen reagieren. Das wäre übelst OP.
Müssen eine ausgelassene Chance an From Software, muss ich zugestehen. Oh oh. Nein, 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 nein. Uiuiuiuiuiuiui. Junge, behalte deine Abgase bei dir. Okay, Bruder. Let's schlitz again. So, nein. Das meine ich mit dem Anvisieren. Es ist manchmal gut und manchmal ist es halt scheiße. Na, das war dumm. Au. Okay, erst ausweichen. Eins nach dem anderen. Okay, erstmal wieder heilen. So, ist gut. Okay, da hinten im Nebel steht einer. Nicer Kerl. Okay, Hälfte durch. Sehe nichts. Sehe immer noch nichts. Gut, das kann ich machen. Zack. Bleib ruhig. Bleib ruhig, Ferdinand. Okay, wieder anschleichen. Und once again. So, und wieder schön durch die Beine. Genau, geh du mal da hinten hinter die Säule, verbrat ein paar Attacken, das ist gut. Ja, das machst. Nein, böser Mann. Böser Mann. Stop it. Get some help. Okay. Eine fürs Gewissen. Ich glaube, der dreht gleich um. Ja, genau. Okay, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ey, der hat mich abvisiert. Der Boss macht mich nervös. Meine Hände fangen an zu schwitzen, obwohl es nie der Fall ist, dass ich bei mir beim Zocken die Hände schwitzen. Nie. Entweder werde ich alt, oder der macht irgendwas mit mir, was nicht normal ist. So, mein Freund. Immer ruhig bleiben, ja? Wir sind hier alle Freunde. Au. Concentration now begins. Einmal ein reinjallern, noch ein reinjallern. Okay. Ich habe 41.000 Seelen, Junge. Das ist noch mehr wie vor letztes Mal. Die würde ich gerne diesmal aus dem Kampf mit rausnehmen. Das wären knapp 4 Level. Die wären gerade richtig schmackhaft. Das Witzige ist, dass ich genau genug Ausdauer habe, bis der anfängt, seine Attacken zu machen. Ja, komm da raus da hinten. Ich muss... Wenn ich Glück habe, müsste der Schaden ausreichen oder ich muss nochmal. Ja, wir schauen mal. Okay, na komm. Und zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Jawohl! Da ist er raus! Der Arsch. Löse dich auf, Kollege. Alter Heldtrophäe. Nice! Puh. 33.000 Seelen! Ja, moin! Junge, what the fuck? Danke, Mary. Lukas, hi. Da hinten ist nochmal eine Nebelwand. Okay, wir machen erstmal den hier. Heldenhafte Dämonenseele und gehen mal kurz nach Hause und leveln. So, Priorität Nummer 1. Es war ein sehr einfacher Boss, aber trotzdem hat er irgendwie was Fürchterliches an sich. Ich weiß auch nicht.
So. Einmal alles repairen. Das ist wichtig. Gut, so, Kollegen. Erlaube mich mit, bitte nicht voll. Gut, das wollte ich auf 20 bringen, habe ich gesagt. Und das wollte ich auf 30 bringen. Okay, knapp. Bestätigen. 11.800 Seelen pro Level ab. Wir sind jetzt Level 44. Ja. Wir haben noch 4.000 Seelen übrig. Das ist gut. Das reinvestieren wir in Pfeile und Dingens. Kräuter. Pass auf, was? Wie viel habe ich? 83. Das sind 117 Pfeile brauche ich. Ich will immer so 200 auf Ding haben. Lukas, wie geht's? Wie steht's? Was geht ab? Bleib bloß am Leben. So, und die restlichen investieren wir in Kräuter. Gut, bevor ich das Zeug verliere, kann man das lieber reinvestieren. So. Schauen wir uns doch mal an, wo es da jetzt hingeht. Nicht schlecht, nicht schlecht, mein Freund. Aber bitte nicht wieder den Safe State löschen, ja? Sonst verliere ich den Glauben. Ja, bei mir soweit ganz gut. Wir haben jetzt den Boss hier gelegt. Wir haben 31 heilige Pfeile gefunden, warum auch immer. Und ja, jetzt schauen wir mal, wohin die Gegend hier uns noch führt. Mach hier ein Fotograb. Aha. So, nächster Nebel. Pass auf, jetzt kommt ein Boss. Habe ich recht, oder was? Boss hinter Boss? Nee. Und wieso ist es so ein riesen scheiß Mantarochen? Ich hasse die Viecher. Ach, das ist Mama Manti. Ja, süß. Die hat ihre Babys mit zur Arbeit gebracht. Alter, ist das ein Oschi. Und wieso hat Mama Manti nur ein Auge? Aber dafür Tentakeln. Ach du Scheiße. Ja, Lukas, sobald ich aus dem Bossfight raus bin, entweder durch Sterben oder Besiegen, bin ich dir sofort zur Stelle am Helfen. Ich muss mich hier nur ganz kurz um mein Leben konzentrieren. Okay, das finde ich ein bisschen fies, dass hier ein Boss nach dem nächsten kommt. Aber auch irgendwie cool. Gut, dass ich auch ausgedingst habe. Und nicht einfach durchgegangen bin. Okay, ich glaube, die Devise ist, wir müssen die ganzen Babys erledigen und dann kommt Mama Manti. Nein, nicht schießen. Ich brauch so einen MG-Bogen. So ein Tarat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 . Alter. Gut, dass ich Pfeile nachgekauft habe. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn ich die automatisch anvisiere, aber ich weiß irgendwie auch nicht. Zack. Zack. Oh oh. So nicht, Kollege. Hat dir deine Mama keine Manieren beigebracht, oder was? Nicht angreifen und wegfliegen. So. Okay, Mama Manti. Was geht ab? Wir stehen uns gleich gegenüber. Ach du Scheiße. Ja. Ja, genau. Lebe ich? Scheiße. Okay, nicer Boss. Ein scheiß nicer Boss. Oh.
Lukas, jetzt bin ich da. Lieferaufträgen, steht bei mir 32%. Welche Lieferaufträge genau meinst du? Weil es gibt mehrere Sachen. Meinst du diese reine Package Delivery Mission oder meinst du die vom Dorf aus? Ja, da sagt Mandy richtig, auf Map Genie tust du auf jeden Fall alles sehen. Da die zeigen alles. Okay, komm, next try. So, okay. Also, wir müssen erst das Kleinzeug erledigen und dann kommt Mama rochen. Lol. Ich hab den anderen abgeknallt. Lul. Okay, warte. Ich glaube, so ist tatsächlich besser. Wenn ich die Auto-Aime. Zack. Ja, deutlich besser. Oh, aufgehalten. Easy. Die Wolkensteinscherben braucht doch kein Mensch. Oh, die Seelen sind gut. Seelen. Die würde ich gerne wieder haben. Kommt Mama Rochen oder Mama Monty, wenn ich alles gekillt habe, oder kommt die, wenn ich zu nah dran komme? Das ist halt die Frage, ne? Probieren wir hier hinten zu bleiben. So, zack. Das Ding ist, so ist halt trotzdem besser, weil ich auf weitere Distanz schießen kann. Im Vergleich. Klar, Lukas. Frag gerne, wenn irgendwas nicht klar ist. Gegen den Sturm brauchst du ein Schwert, das den Himmel spalten kann. Halte Ausschau nach Waffe. Ah, super. Dann hoffe ich mal, dass die Waffe hier liegt. Und nicht, dass ich die irgendwo in einem anderen Teil des Spiels bekomme. Sonst habe ich ein Problem. Ah, da kommt der Dicke. Ausweichen, ausweichen. Au, 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 der macht aber Schaden. Alter, ist der riesig. Mama Rochen, was hast du denn gefressen, Junge? Okay, Neumondgras, natürlich. Das ist jetzt genau das, was ich gesucht habe. Okay, der ist down. Ein Schwert, das den Himmel spalten kann. I call to you. Where are you? Fuck. Alter, alles vibriert gerade. What the shit? Der Boss ist krass. Dafür liebe ich die Souls Games, ne? Heiliger Pfeil, ja, natürlich. Alter, das ist ein scheiß fucking Alien Mutterschiff. What the fuck is going on here? Wo ist das scheiß Schwert? Das muss doch hier rumliegen. Ja, das ist okay, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. Ein Schwert, das den Himmel spalten kann. Oh. Au, 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 nein, 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 ich wette, hier liegt es. Goddammit. Ja, ohne Scheiß, Alter. Ich krieg hier gerade echt komische Flashback-Vibes. Oh Mann, ey. Oh, das Gute ist, man kann direkt an dem Boss starten. Das ist echt eine geile Sache. Das ist ja das, was ich dran feiere. Man muss nicht erst eine halbe Stunde zu dem hinlaufen. Okay.
Das Problem, was ich natürlich habe, ist, eines Tages, wenn wir zu oft sterben, müssen wir wieder ein bisschen farmen gehen und Pfeile besorgen. Und Heilung. Das ist so das einzige Problem daran. Aber nichts, was unlösbar ist. Au. Du fiese Möb. Wollte der den gerade schlagen? Ey, du hast doch schon geschossen. Ey. Au. Bitte nach der Reihe, ja? Nicht vordrängeln. Okay, nee, das war nix. Alter, komm schon. Okay, zack. Zack. Hey, ich hab dich interrupted. Gut. Meine Seelen wieder zu kriegen, wäre eine nice Sache noch. Aber eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns hier um Flatterich. So. Zack. 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 Ah, du Bastard, ich bin sogar ausgewichen. Okay. Er mir auch. Easy. So. Mama Rochen ist irgendwo da oben. Gut. Fehlt eigentlich nur noch einer. Das Problem ist, die fängt doch jetzt an mit ihren Rumschießen. Stimmt's oder habe ich recht? Jo. Kann ich mich eigentlich hier so hinter der Wand verstecken? Ja. War an sich gar nicht mal so dumm. Zack. Zack. So. Erst die Seelen, dann die Items. Wo sind meine Seelen? Okay, gut. Ich sehe meine Seelen nicht. Das, die meinte ich nicht. Oh, Seelen. Da oben. Wieso sind die da oben? Warum sind die da oben? Alter, die Musik, die macht es aber auch gerade nicht einfach für mich. Au. Ja gut, das mit den Seelen hat sich erledigt und da vorne sind mehrere Eidechsen. Oh, du Scheißendreck. Okay, was ist hier die Devise? Was wäre hier der Plan? Da stand, ich brauche ein Schwert, was den Himmel spalten kann, damit das Vieh stirbt. Ich besitze dieses Schwert logischerweise noch nicht. Ist das Schwert beim Boss? Ist die nächste Frage. Und wenn ja, wo? Ich habe doch jetzt schon fast alle Items. Okay, next try. Scheiß auf die Seelen. Wir pieken die Mini-Rochis weg und dann versuchen wir durchzuspurten zu den Items. Weil ich werde der Mama-Rochen keinen Schaden machen können, bevor ich dieses Schwert habe. Und wie soll ich mit einem fucking Schwert gegen ein scheiß Mutterschiff kämpfen? Das ist mir auch noch ein bisschen fraglich. Nein. Behalte deinen Scheiß bei dir. Okay, du. Ja. Sehr gut. Oh, oh. Hey! Rechtax. Au! Nein. Böse Babyrochen. Au! Jetzt hört doch auf! Alter. Der nächste Junge, was ist denn hier heute? Bespucke den Gegnertag oder was? Der nächste Arsch. Jetzt reicht's mir aber. So, nein. Böser Babyrochen. Ey, das geht echt ins Pfeile machen, ne? Ja, Sigmund, Alter, drei Stück auf einmal oder was? Ja, komm, du auch noch. So,
So ist fein. Zack. Dein Ernst jetzt? Au. Alter, das geht aber auch übelst in die Heilkräuter. So, da kommt schon Mama rauchen. Ich spüre Probleme. Ja. Im wahrsten Sinne. Scheiße. Im wahrsten Sinne gespürt, Alter. Da ist das ein Riesenteil. Das ist what she said. So. Lol, ich hab den da hinten getroffen. What the fuck? Okay. Ich weiß nicht, wie ich dich getroffen habe, aber ich habe dich getroffen. So. Okay. Renne. Wir nehmen mal das Schwertchen. Ach du scheißen Dreck. Au. Nein. Böse Mama rochen. Jetzt ist gut. Die kriege ich doch never ever. Okay, zumindest einen. So, okay. Gut, das da hinten sieht doch nach einem Schwert aus, das irgendwie Himmel spalten kann. Ja! Sturmgebiete. Und jetzt? Jetzt muss ich's ausrüsten. Moment, Motorschiff greift an. Sturmgebiete. Alles klar, Jungs, Mädels, es geht los. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh! I see! Das waren nicht die Wichser! Okay. Okay. Aber wie hole ich Mutterschiff runter? Ich kann die doch gar nicht anvisieren. Oder doch? Oder nicht? Hallo? Mutterschiff? Kommst du runter, habe ich gesagt. Moment. Kommst du runter jetzt? Nee, irgendwie... Irgendwie mag die nicht runter. Jetzt komm her. Hm. Ich würde mir auch gerne mal die Beschreibung von dem Schwert durchlesen, aber... Naja, das ist mir hier jetzt gerade nicht vergönnt. Autsch. Aber vielleicht gleich, wenn ich sterbe. Aha! I got you, homie. Zack. Nee, okay. Also, Theorie aufgestellt. Theorie muss überprüft werden. Das geht nur, wenn ich rein fast unter ihr stehe. Okay, kurz den Himmel checken, sonst nirgends was da. Nicht, dass die wieder irgendwelche Dinge ausscheißt, die dann auf mich zukommen. So, greift die jetzt. Jetzt greift die mit den Dingern an wahrscheinlich. Ja, genau. So, das ist hier eigentlich ganz gut. So. Ich glaube, ich habe hier einen nicen Spot. Ja, aber nein. Okay. Hm. Okay, ich habe mehrere Möglichkeiten anzugreifen. Aha. There we are. Come at me, bitch. Okay. Die wird wahrscheinlich jetzt ihre Runde drehen. Das Problem ist, dass es halt so viel Ausdauer mich kostet. Aber jedes Mal eine 125 Schaden. Nicht mehr und nicht weniger. Jawohl! Get down, bitch! Geht das? Nee, das ist zu weit weg. Okay. Wo ist mein Superplatz? Die wird nämlich jetzt gleich wieder ihre grüne
Geschosse da abfeuern. Okay, also ich finde das Schwert mega cool. Vor allem, weil das auch kein Mana kostet und sonstiges. Sondern nur Ausdauer, die man eh regeneriert. Okay, ich glaube, wir sind gut. Nee, also ich muss näher ran tatsächlich. Glaube ich. Oder direkt runter. Komisch, also wenn die hier ist, dann treffe ich die nicht. Zumindest nicht immer. Ist alles irgendwie... Naja, verstehe ich noch nicht. Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. So, zack. Oh, die hat gerade geschrien. Hier. Komm, nochmal. Einmal geht noch. Schade. Okay, 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 okay. Soweit so gut. Soweit so gut. Wenn das so weitergeht, dann ist alles super. Ist die riesig. Ich finde es schon irgendwie geil, dass die so riesig ist, ne? Und die Musik macht's einfach. Also atmosphärisch eine 10 von 10. Ich liebe From Software dafür. Es zeigt dir einfach auf, gegen was du für eine Übermacht hier antretest. So rum. Richtig Deutsch reden wollen wir natürlich auch noch. Zumindest versuchen. So, jetzt pass auf. So ein bisschen näher rangehen. So. Und pieksen. Nee. Also ich weiß nicht. Vielleicht so. Geht das? Ah, guck mal. Dann brauchst du doch gar kein Schwert. Ein Bogen reicht doch. Lul. Okay, noch was Neues rausgefunden. Ich meine, klar, Schwert ist geil. Aber ein Bogen würde auch gehen. So, zack. Und nochmal. Zack. Und noch einmal. Komm schon. Okay, da hat wieder ein Babyrochen gespawnt. Ja! Black Hawk down, Junge! Sturmkönig. Körper wiederhergestellt. Oh yeah. 40.000 Seelen, Junge. Alter, war das jetzt eine Anspannung. What the fuck, war das ein geiler, epischer Fight. Puh, danke, Mary. Danke, 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 danke. Alter, Falter. Okay, ich will mir kurz mal den durchlesen. Das skaliert vor allem mit nichts. Ein legendäres Schwert mit gezackter Klinge, benannt nach demjenigen, der Stürme bändigt und kontrolliert. Man sagt, die Vorfahren der Schattenmenschen haben mit ihm die Sturmwolken selbst um Himmel gerissen. Das Schwert war für Ewigkeiten verloren und ist in einem schlechten Zustand, doch seine Macht reicht noch immer aus, um Gegner vorzustoßen. Im Monolithenwald, Ruheort der Ahnengeister, könnte seine Macht, den Himmel zu teilen, wiedererweckt werden. Okay, man merkt, wir müssen uns merken, Monolithenwald. Da waren wir noch nicht. Ein geiles Ding, würde ich behaupten. Okay, hier ist irgendwo das Ding gespawnt. Da. Die Seele eines Erzdämons erlangt. Der dichte, farblose Nebel wird dich nicht mehr beeinträchtigen. Ah. Damit könnte ich in der ersten Welt, glaube ich, weiter. Okay, wir haben damit quasi die Gegend erledigt, oder? Gab es eigentlich eine Trophäe da irgendwie für... Tue den Typen irgendwie mit was Besonderem töten? Alter Mönch, nee. Nee. Bezwinge den Durchdringer mit Brion. Drachengott, nein. Nein, nein. Na komm. Nein, 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 nein. Und nein. Okay, sehr gut. Das heißt, da ist keine Trophäe mit Töte den Boss mit den schlechtesten Pfeilen und mit dem schlechtesten Bogen. Okay, gut.
Ja, ich würde mich jetzt mal in Ruhe hier gerne noch umsehen, bevor wir hier weggehen. Vielleicht liegt hier noch irgendwas Geiles. Und dann gehen wir leveln. Und dann haben wir eigentlich noch eine Panzerspinne zu töten. Die mich ein paar Mal auf dem Gewissen hat. Wir kehren jetzt ein bisschen stärker zurück. Der geht's jetzt dann auch an den Kragen. Okay, also ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Was ist hier? Auch schon nach Schätze. Wir müssen hier nicht unbedingt sterben. Nee, hier ist nichts. Dann habe ich es wahrscheinlich schon. Okay, na gut. Komme ich hier hoch? Gut, dann wegporten, leveln. Dann haben wir das erste Gebiet abgeschlossen tatsächlich. Cool. Offiziell. Weil das erste Gebiet haben wir ja nicht wirklich beendet, weil da ging es dann einfach nicht mehr weiter. Da war noch ein Nebel, den wir nicht durchschreiten konnten. So, hier ist die Tante. So, Seelenkraft erlangen. So, ich wollte Stärke, Beweglichkeit auf 30 haben. Und jetzt ist die Frage. Gehen wir auf Stärke auf 30 oder Kondition auf 20? Auf dass die Welt geheilt werde. Wenn so ein bisschen Kondition wäre ja an sich nicht schlecht. Dass wir öfter zuschlagen können. Erhöht das eigentlich die Traglast? Ausrüstungslast, aber nicht die Traglast. Okay, Gut, wir können natürlich voll auf Glück noch gehen. Ich bin so ein bisschen überfragt, weil ich habe keinen Gegenstand im Kopf, worauf ich hinarbeiten wollen würde. Ich glaube, ein bisschen Kondition schadet nicht. Wir machen erstmal das. So. Und eine bessere Rüstung würde ich mal gerne tragen, weil ich glaube, wir haben genug Stärke und sonstiges, um die stemmen zu können. So, repairen. Und dann brauchen wir 112 neue Pfeile. Ich kann euch Waffen schmieden. Gegenstände kaufen. So. Achso, lol, ich kann nichts tragen. Moment. Kein Interesse. Ich sehe schon, ihr haltet mich. Was ist denn so krass schwer? Hallo, ich passe gut auf euch. Was ist das? Heiliger Pfeil. Weg damit. Was ist denn so schwer? Stürmische Dämonenseele. Heldenhafte Dämonenseele. Stimmt, die wollte ich hier mal durchlesen. Die Seele des Dämons Sturmkönig. Von ihr geht große Kraft aus. Gewährt bei der Verwendung eine große Menge Seelen. Manche Dämonenseelen können in Zauber, Wunder oder Waffen umgewandelt werden. Ja gut. Und das ist quasi das gleiche. Okay. Ja gut, dann packen wir die zu den anderen Boss-Seelen. Die brauche ich ja erstmal nicht. Wobei, wir könnten die noch drin lassen. Und gucken, ob wir jetzt dann im ersten Bereich weiterkommen. Oder halt, wir gehen zu der Panzerspinne. Das ist die Alternative. So, die ganzen Steinchen brauche ich nicht. Nexus-Wirkstoff. Okay, das ist neu. Muss ich mir gleich durchlesen. Sturmgebiete. Ja, an sich ist natürlich auch eine geile Sache. So, und ansonsten haben wir nichts mehr. Ihr habt ein Herz aus. Okay, warte mal. Was wiegt denn der Sturmgebieter? Der wiegt 6. Gewicht 6. Haltbarkeit 10. Also der ist eigentlich auch nur wirklich dazu da, um den Boss zu killen und vielleicht mit dem neuen Gebiet. Weil Haltbarkeit 10, das ist einmal draufkauen und das Ding ist im Arsch. So, das heißt, abgelegt. Ihr habt ein Herz aus Gold.
So, und dann wollte ich noch gucken, was das hier ist. Ermächtigt den Träger so zwischen den Regionen zu reisen, als würde er durch den Nexus schreiten. Okay. Check ich nicht, aber gut. Gut, wir haben noch 6000 Seelen. Wir könnten rein theoretisch die reinvestieren in Halbmondgras. Ja doch. Damit ich nicht farmen gehen muss. Wollen wir das mal reinvestieren. Nun, wir kennen uns schon lange. So, ich tue mir irgendwie immer schwer, bei dem Typen einzukaufen. Weil ich weiß, dass das ein Stück Scheiße ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. So, liebe Leute, ich muss eigentlich schon seit dem letzten Boss aufs Klo. Deswegen würde ich jetzt mal ganz fix eine Klopause anlegen. Mir nochmal kurz was zum Trinken holen und dann weitermachen hier mit... ja, entweder mit dem Spinnenboss oder... Also wir schauen erstmal hier rein, ob wir hier weiterkommen. Jetzt, weil diese Nachricht kam und ansonsten gehen wir zum Spinnenboss. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir den gelegt bekommen, weil da bin ich immer noch auf die Mechanik gespannt mit diesem Einspinnen. Da weiß ich immer noch nicht, wie ich das entgehe oder wegblocke. Vielleicht geht's mittlerweile mit dem Schild, ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Also, dranbleiben, bis gleich.